etwas ganz Selbstverständliches, musste der vor etwa 40 Jahren erstmal erfunden werden. Und ich glaube, der Beamte vom Patentamt hat sehr skeptisch geguckt, dass da jemand reinkam und sagte, die Welt könne sich ab jetzt von Tinte und Feder verabschieden. Auch heute wird das Patentamt täglich noch mit Hunderten von Erfindungen überschüttet. Und stellen Sie sich vor, zwei Erfinder kommen zum Patentamt, sitzen im Wartezimmer sich gegenüber und stellen fest, dass sie beide das Gleiche erfunden haben. Back to the chart.